Sylt bietet viele Attraktionen. Das Sylt-Aquarium gehört als beliebtes Ausflugsziel auf der Insel dazu. Und das nicht nur an regnerischen Tagen. Das nur 5 Fußminuten von der Westerländer Innenstadt entfernte Sylt-Aquarium führt seine Besucher entlang eines Rundgangs durch die verschiedenen Lebensräume der Meeresbewohner und setzt bei der optischen Gestaltung auf eine Landschaft aus Dünen und Strand. Auf dem Weg durch die Meereslandschaften erhält der interessierte Betrachter umfassende Informationen zu den einzelnen Fisch- und Haiarten. Mutige Besucher haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und auf Tuchfüllung mit den freundlichen Streichelrochen zu gehen, bevor die verglasten Tunnelgänge einen faszinierenden Rundumblick von unten ermöglichen. Besonders beliebt bei den Besuchern sind die täglich stattfindenden Fütterungen der Meeresbewohner. Im täglichen Wechsel werden die Tiere der Nordsee und der tropischen Gewässer in den beiden großen Hauptaquarien gefüttert. Grundsätzlich sollte man sich Zeit nehmen während der Erkundung der heimischen Flora und Fauna der Nordseegewässer, ansonsten kann der Weg durch das Aquarium schnell zu Ende sein. Das Sylt-Aquarium ist nämlich hinsichtlich Größe und Umfang nicht wirklich vergleichbar mit anderen großen aus der Branche, überzeugt allerdings mit individuellem Charme und sympathischer Aufmachung.